Wir sind hier an Bord der Himmelsbrecher. Die fliegt die ganze Zeit über Eiskrone. Haben gestern schon zwei Quests hier gemacht und nehmen jetzt einfach Das mal Licht alle sei mit Quests euch. an. Keine Seid vorsichtig. Gnade. Stabshauptmann Justin Bartlett möchte, dass ihr in Eiskrone 15 Spieler der Horde tötet. Nein, das machen Das wir Licht nicht. segne euch für die Jede Allianz. Hilfe, die wir kriegen können. Stabshauptmann Justin Bartlett möchte, dass ihr mit Tassarian sprecht. Seid vorsichtig. Grüße. Und bitte recht Für die Allianz. aufmerksam. Stabshauptmann Bartlett möchte, dass ihr mit Chefingenieur Bolzenschlüssel in der Himmelsbrecher redet. Ziehe den Also Ehrenpfeil. diese Daily hier ist eine richtige PvP-Quest, die man nur hier in Eiskron machen kann. Also man kann die Quest nicht annehmen und sagen, okay, ich kill jetzt 15 Spieler in 1000 Winter, Altrakgebirge und so weiter und so fort. Das bringt Auf leider den gar Punkt. nichts. Lass mich in Ruhe. So. Stupsen und Stoßen. Tasarian möchte, dass ihr 5 bullige Monstrositäten, 5 bösartige Totenbeschwörer und 5 Schattenadepten bei der zerbrochenen Front tötet. Wer leidet euch wohl? Was Und ist? nichts als Ein Spaß und andermal. Spiele. Zerstört das Okular und erstattet danach Baron Splitter im Schattengewölbe Bericht. Wir sind hier Hier fertig. gibt's noch eine Wie Daily. geht's? Vom Bleibt Saronit sauber. abhängig. Absalan der Fromme möchte, dass ihr 10 Saronit-Minensklaven rettet. Fort mit euch. Das ist eine Daily. Hier gibt's noch eine Quest. Seid gegrüßt. Blut Bleibt der vorsichtig. Auserwählten. Kyrassier Drosche möchte. Hat euch entsandt, 20 Frühkult in Imirheim zu töten. Man sieht sich. Kann Und ich euch helfen? schließt euch Für die dem Angriff an. Allianz. Meldet euch bei Feldkommandant Coop an der Kante des Gletschers im Osten von Imirheim. Schönen Tag auch. Und hier unten gibt es noch eine Quest. Willkommen. Tagchen. Man sieht sich. Richtig. Geliehene Technologie. Chefingenieur Bolzenschlüssel will, dass ihr die geschmuggelte Lösung an der zerbrochenen Front benutzt. Um die Lösung zu benutzen, braucht ihr einen zurückgelassenen Helm, eine zurückgelassene Rüstung und einen Knochenhaufen, die allesamt an der zerbrochenen Front gefunden werden müssen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Hey, Und auf nach der Tag leuchtet Imirheim. schon. Sprecht mit Fetzi Gangzwinger in Imirheim. Hinfort, hinfort. Okay, wir können jetzt einmal hier unten rausfliegen. Zerbrochene Front ist da drüben, wo wir eben wo wir gestern den einen befragt haben und dann 5 Stück befreit haben. Und da können wir jetzt hier müssen wir so gesehen jetzt 9 Teile sammeln. Dreimal Rüstung, dreimal Brust, dreimal Kopf und dreimal Schild. Keine Ahnung. Ist als Dudu halt wieder sehr praktisch, weil wir einfach nur hier hinfliegen müssen. Nicht in Gefahr begeben. Wir haben jetzt einen Helm. Da ist noch was. Da ist eine Rüstung. Da ist eine Rüstung. Da ist ein Helm. Da ist ein Knochenhaufen. Da ist noch eine Rüstung. Wie viel haben wir jetzt? 3 Rüstungen. 3 Helme. Und einen Knochen da. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, uns hier hinstellen und das Ding anklicken. Und tschüss.
Hehe. So, das Ganze müssen wir jetzt dreimal machen. Und tschüss. 20 Sekunden Abklingzeit. Mann. So. Was macht der da eigentlich? Und das war das. So, und dann müssen wir hier noch Mobs killen. Also, wir brauchen 5 von denen hier. So muss das sein. 4K Schaden. Da ist noch ein anderer Spieler. Ja, ich habe keine Ahnung, was die hier machen. Warum die hier killen, keine Ahnung. Sah jetzt nicht wie Bots aus. Ich weiß halt nicht, ob es da auch noch eine Daily gibt. Das weiß ich leider nicht. Weil hier in Eiskrone gibt es normalerweise auch keine Relikte von Ulur. Keine Ahnung. Hier, Kollege, komm mal her. Ja, war ja klar, dass der andere mitkommt. So, einmal kurz heilen. Was brauchen wir denn jetzt noch? Also bullige Monstrositäten haben wir fertig. Davon brauchen wir hier noch 2 Stück. War hier nicht noch einer eben? Nö. Hier ist keiner mehr. Und von denen hier brauchen wir 5 Stück. Ja, ich weiß halt wirklich nicht, was die Ding hier machen. Was die anderen Spieler hier machen. Das auch gleich noch mitnehmen. So, dann brauchen wir jetzt noch einen Adepten und einen von den anderen. Ja, das ist halt kacke, wenn die hier die ganze Zeit am Killen sind
und man dadurch keine Mobs findet. Da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Da ist auch keiner. Da auch nicht. Echt jetzt? Ja, das ist halt Kacke. Da hinten vielleicht. Da ist einer. Warum haben wir denn auf einmal so wenig Leben? Nerv mich nicht. So, egal. Quest abgeschlossen und wir sollen jetzt uns hier unten, glaube ich, melden. Servus. Hier unten. Hä? Nee, das ist für oben. Hier drüben. Hier drüben sollen wir uns melden. Hallo. Schließt euch im Angriff an. Seht ich. Luftangriff. Feldkommandant Coop an der Kante des Gletschers im Osten von Ymirheim hat euch befohlen, den Geschützturm der Himmelsbrecher zu benutzen, um den Truppentransporter der Himmelsbrecher lange genug in der Luft zu halten, bis alle abgeworfen wurden. Annehmen. So, ich glaube, wir müssen jetzt einmal hier drauf. Und dann... Mach ja gar keinen Schaden. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil hier jedes Mal, wie viel kostet das, 30 Energie weggehen. Heißt, wir können maximal momentan 3 Stück hintereinander abschießen. Na komm, ein bisschen schneller bitte. Oh, wie wär's denn mal mit heute noch? Ja, hier lang, komm, hier rüber. Du hättest auch vorher eine Kurve fliegen können. Wo schießt einer? Da. Na komm. Das ist eine Scheißquest. Und kaputt. Toll. Scheißquest, sag ich doch. Ja, das ist so eine Drecksquest, weil du weißt gar nicht, worauf du jetzt genau schießen sollst. Wir haben jetzt 2 Stück gemacht. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal hier drauf. Warte mal. Was war das? 2 Stück haben wir abgeworfen. Heißt, wir müssen jetzt nochmal diese Scheiße machen.
dass nochmal 2 Stück abgeworfen werden und dann haben wir die Quest abgeschlossen. Weil hier sind wieder 4 Stück drauf. Ah, das dauert so ewig. Ja, vor allem hier, du hast hier auf eine Sperrkanone von Ymirheim feuern, um deren Sicht zu verdecken und ihren Feuermechanismus zu stören. Hält 15 Sekunden lang. Wow, toll. Dazu muss man halt auch erstmal sehen, wo die Scheißdinger sind. Und halt auch genau zielen. Da ist zum Beispiel eins. Das würde jetzt aber nichts bringen, weil wir ja erstmal hier einen riesen Bogen wieder fliegen müssen. Ja, das sind so Quests, wo ich sage, warum? Die braucht man nicht. Also ich brauche sie jedenfalls nicht. Sind zwar schön, wenn man hier mal was anderes wieder hat, mit hier in der Kanone sitzen und schießen, aber mit der... Ja, da. Ich habe geschossen und trotzdem schießt sie noch auf mich. Na ja, komm, setz den zweiten noch ab. So, Quest beendet. Dann können wir das jetzt so machen. Würde ich euch aber nicht empfehlen, wenn ihr kein Dudu seid. Das könnte nämlich böse enden, wenn ihr dann mitten unter den Gegnern runterkommt. Also ich mag diese Quest nicht. So, einmal hier abgeben. Was kann ich für euch tun? Schönen Tag auch. Beenden und morgen geht's dann weiter.